Hallo und herzlich willkommen im schönen Genf, im Geneva. Ja? Der Horn ist in der Übernachtungsphase gewesen im Ritz-Carlton, und zwar The Ritz-Carlton Geneva. Da hat es sozusagen Gutes, aber auch reichlich Kritik gegeben. Und die Horn-Kritik, die Hotelkritik, die gibt es jetzt. Gute Unterhaltung. Starten wir mal gleich mit ein paar extrem wichtigen Dingen. Hier in Genf beim Ritz-Carlton, das kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Beim Ritz-Carlton wird gearbeitet. Das heißt also nicht hier nur vor diesem Hotel, sondern die gesamte Straße hier runter in Genf wird erneuert und zwar fahrradtauglich gemacht. Fahrradwege kommen dahin. Wer hätte das gedacht? Dazu kommt aber Folgendes. Man ist hier, wenn man zum Beispiel zur Seeseite wohnt, deswegen habe ich hier angefangen, mit einem fantastischen Blick. Aber der Verkehr macht einen wahnsinnig. Ernsthaft. Du kannst weder das Fenster öffnen, und hier frühstücken bei so einem Verkehr, das ist ja, als ob du in Rom in der Hauptstraße sitzt und hier ein Panini isst. Das ist ja Irrsinn, ja? Also das heißt, wenn man aber sagt, ich will unbedingt diesen Blick haben, dann sollte man Frühaufsteher sein. Denn ab 6 Uhr fängt entweder hier, wenn die Arbeit läuft, die Arbeit an und der Bagger kommt und macht da. Oder die Leute fahren über so eine Geschichte, die ich von hier sehen kann. Das heißt also, der macht das dann. Bum, 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 bum. Bam, bam. Also das beginnt so um 6. Und das ist dann etwas, wo du dann denkst, oh, was ist das? Da wirst du wach von. Also wie wird man da wach von? Und ich will ja eigentlich bis um 9 schlafen, also entspannt aufstehen. Ja? Und das kann man in dieser Frontgeschichte auf keinen Fall. Also man muss entweder wirklich schon taub sein oder muss sich irgendwelche Dinge ins Ohr setzen. Aber ich sag mal, wer den schönen Blick will, das da drüben, das kommt auch noch dazu. Dann fahren die Schiffe hier weg und die machen dann also ich sag ja, wer hier vorne an der Front wohnt und hat einen Balkon, der ja auch mini ist, also wirklich mini, der muss einfach mit Lautstärke rechnen, weil die Zimmer, die Fenster nicht wirklich dicht sind, ja? Und diesen Dreck, der hier auch noch hochkommt, von den Autos und von den Schiffen, wirklich, den kann man an den Fenstern sehen. Also die Fenster sind voller Ruß, voller Dreck und auch die Fenster... Rahmen, all der ganze Graben ist unglaublich schmutzig. Also gesund ist das hier auf keinen Fall. Also ich kann, und das wäre für mich das nächste Mal, ich würde eine Frontgeschichte nicht mehr buchen, weil die Front kann ich ja auch, ich sag mal hier oder da vorne, von da vorne sehen. Und dann gucke ich lieber hinten raus, aber ich habe ein einigermaßen leises Zimmer. Ich kann gut schlafen, darum bin ich ja im Hotel. Und ich habe weniger Abgase und weniger Dreck, denn das Fenster ist nicht zu öffnen. So, ich bin jetzt mal reingegangen, weil es einfach, ich sag mal, von der Lautstärke unerträglich ist. So, man hat die Fenster zu und es ist besser. Es ist sozusagen schon so, dass man jetzt, wenn man die Fenster zu hat, man den Blick natürlich genießen kann. Aber wenn hier wirklich auch noch, ich sag mal, die Hauptsaison ist und dann auch ein Auto und dann auch noch eben in der Woche Action ist, es gibt hier sozusagen nicht wirklich die Ruhe. Ich habe heute, ich würde mal sagen, bin dann um 8 Uhr zum Frühstück. Es ging so los, um 10 war die Lautstärke so unerträglich und das geht ja bis spät in die Nacht. Und kommen wir mal zu diesem Verkehr, zu diesem Grundding, wie man hier ankommt. Ich finde es dramatisch, dass Hotels einen nicht informieren, speziell ein 5-Sterne-Hotel. Keine Information auf der Hotelseite, dass dieses Hotel, also dass diese Straße vor dem Hotel, dass die komplett umgebaut wird und man in keinster Weise irgendwo halten kann auf der Hauptstraße. Weil es ist, sind nur 2 Spuren. Und das Taxi, wenn es ankommt, hat keine Möglichkeit zu halten. Das heißt, ich hatte auch noch das Extra-Glück, wenn man so will, dass der Horn also mit dem Taxifahrer kam, der auch noch keine Ahnung hatte. Das ist natürlich kein Problem des Hotels. Aber ich finde, es gehört dann eben ein Doorman vor die Tür, der, wenn ein Taxi kommt und dann nachfragt, irgendwie dann Bescheid sagt. Es hat also geregnet, wie ich kam. Und der Taxifahrer wusste nicht wirklich Bescheid. Wir sind dann also hier vorne hingefahren. Ein Schild, das habe ich dann gesehen. Es gibt ein Schild, hier kann man parken. Aber das ist viel zu klein. Das ist also für einen Taxifahrer, auch für mich als Kunde, das hätte ich nicht sehen können. Das war viel zu weit an der Seite. Und natürlich könnte man sagen, ein Taxifahrer müsste das wissen. Aber ich finde, man kann ja behilflich sein, damit es sozusagen besser ist. Und das meine ich, indem man also mich als Gast, ich buche dieses Hotel und da müsste eine kleine Info stehen, lieber Gast, wir möchten Sie darüber informieren, dass eben momentan vor unserer Straße gebaut wird, dass die Straße aufgerissen ist und wenn Sie den Taxifahrer informieren würden, wenn Sie ankommen, dass sozusagen er nicht vorne parken kann, sondern er muss direkt
Bevor er uns erreicht, ist eine kleine Seitenstraße. Das ist die Rue noch was, zum Beispiel jetzt. Und da haben wir extra eine Parkmöglichkeit eingerichtet. Und dann kommt auch der Doorman von drinnen und hilft ihm dann beim Gepäck. So, diese Information gibt es nicht. Das heißt, das alles hat der Taxifahrer nicht gewusst. Wie auch immer. Dann sind wir also da vorne unten drunter reingefahren. Ich bin nachher durch den Personaleingang, weil es geregnet hat, mit Koffer und Kram und war nass, in dieses Ritz-Carlton gekommen und fand es unverschämt. Ich fand das unverschämt, weil es keine Möglichkeit gab zu parken und keine Information. Und so finde ich es für ein 5-Sterne-Hotel in dieser Kategorie ab 500 Franken aufwärts. Hier kosten die Zimmer 1.000, 2.000, 3.000. Also ich meine, da erwarte ich mehr. Genauso eben auch wie viele andere Dinge, die ja in dieser Kritik jetzt zur klaren Aussprache kommen. Das Thema eben ist ja so, dass man sagt, die haben natürlich hier Fenster, die gewisse Lautstärke, wie ich am Anfang gesagt habe, schon mindern, aber man kann sie nicht öffnen. Der Dreck der Autos, der Dreck der Schiffe, weil die ja auch Diesel, wir kennen das ja in Hamburg, da ist ja auch immer alles dreckig. Und das ist Umwelt, also das ist gesundheitsschädigend. Von der Seite ist es nicht ratsam, eben draußen zu sitzen. Und man sieht auch, ich habe jetzt geguckt, nicht einen irgendwie auf der Terrasse sitzen, weil die natürlich, es ist viel zu laut, es ist unerträglich. Und da einen Kaffee oder was trinken, macht einfach keinen Spaß. Ich bin ja dann angekommen habe natürlich mich gleich artikuliert. Das heißt, ich war auch in dieser Stimmung, dass ich gleich gesagt habe, es ist eine Unverschämtheit, dass man sozusagen hier nirgends draußen jemanden hat, der einen in Empfang nimmt. Und ich musste durch die Küche nachher sozusagen da reingehen, weil alles so schlecht vorbereitet war. Also natürlich hat man sich entschuldigt, aber das hilft mir ja in diesem Moment. Ich bin dann trotzdem nass und trotzdem fängt das eigentlich schlecht an. So. Was dann natürlich jetzt erstmal, wir haben das dann geregelt, es wurde, ja, Entschuldigung und so, und dann haben wir ein schönes Zimmer für sie, also die haben mir hier so eine Eck-Suite, eine Eck-Junior-Suite mit Balkon gegeben, was jetzt nicht damit zusammenhängt, sondern einfach natürlich, weil ich Platinum-Member bei Bonvoy bin und von der Seite haben sie sich von dieser Seite vorbereitet. So, diese ganze Check-In-Formalität ging dann auch, ich sag mal, relativ schnell, sodass ich dann auch auf mein Zimmer geführt wurde. Es wurde mir kurz erklärt. Also das ist alles 5-Sterne-like, das kann man nicht anders sagen. Und dann habe ich mir natürlich das Zimmer angeguckt. Das ist grundsätzlich, ist das, wenn man das jetzt hier so sieht, das Bett ist fantastisch, man schläft großartig drin. Also in diesen Betten schläft man großartig. Das sind gute Betten. Dann ist natürlich toll, dass man hier so eine Art Sekretär hat. Das heißt, man kann dort geschäftliche Dinge noch erledigen, man kann Internet machen. Also all diese Sachen sind gutart. Man hat auch die Möglichkeit, ein gutes Internet zu bekommen. Als Platinum-Member ist das schnelle Internet, also dann auch inkludiert. Das steht dann auch extra drin, muss man aufpassen. Also nicht nur auf Free, sondern auf die 18 Franken klicken. Da steht dann drunter, für Platinum-Member ist das sozusagen inkludiert. So habe ich erstmal angefangen, die Atmosphäre des Hotels aufzunehmen und zu sagen, okay, wie wird das Zimmer? Dann gehe ich so durch das Hotel, gucke mir alles ein bisschen an. Es ist natürlich insgesamt, also optisch gesehen, auch ansprechend. Aber die Zimmer, kommen wir mal gleich zu den Zimmern, sind eben nicht wirklich sauber. Und auch da finde ich, in so einem Ritz-Carlton müsste die Sauberkeit vorangehen. Es geht mit dem Kaffeekocher los. Guck mal, da fehlen mir immer schon die Worte. Der Kaffeekocher, der also wieder verkalkt war. Es geht mit diesem Staub los, der an allen Ecken zu sehen und zu spüren ist. Es geht damit los, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, die Türen, die natürlich durch den Dreck von draußen jeden Tag sauber gemacht werden müssen. Damit eben das ist ja auch Ruß und das sind ja auch Abgaspartikel. Ich sage ja gerade vor diesen Schiffen. Und da muss man natürlich intensiver drumherum wischen. Und es ist eben, überall sind kleine angestoßene Dinge, schmutzige Gardinen. Ja, es ist eben, wie soll man das sagen, alles ein bisschen nicht mehr 5-Sterne-like. Es ist für mich maximal 4 Sterne, also in diesen Qualitäten. Da kann man auch nicht drum rumreden. Also das ist dann nicht so unter dem Motto, oh Gott, das ist ja nicht so schlimm. Nein, das ist schlimm. Also ich persönlich, ich mag das nicht. Ich finde, das ist sozusagen mir als Gast gegenüber, ich habe zwar ein schönes Zimmer und ich bin ja von dieser Bonvoy-Geschichte wirklich fasziniert, weil das mit dem Platinum ernsthaft funktioniert. Wenn die frei haben, kriegst du ein Upgrade, auch in diesen tollen Ritz-Carlton-Hotels. Und tolle Ritz-Carlton sind ja auch Hotels dann, wenn sie eben wirklich an Qualität und Sauberkeit herrschen. Und wenn ich übers Bett streiche und finde diese Flusen, dann macht mich das wahnsinnig. Also ich meine, das muss doch so ein Grundding muss doch klar sein, ja? Und dann haben sie eben keinen richtigen Illy-Kaffee, sondern sie haben irgend so eine Pseudo-Geschichte, Pseudo-Kaffeemaschine, Pseudo-Dings, was mit Illy gar nichts zu tun hat. Also ich weiß nicht, ob das mit Illy zusammenarbeitet. Also ich kenne das nicht, ich kenne nur dann diese Dinger. Das ist original für mich eine Kopie.
Es mag aber auch sein, dass das eben, wenn sich da einer besser auskennt, vielleicht das eben dann doch auch ein Original ist. Insgesamt, es gab also Wasser, die Bar ist ja leergeräumt, in meiner Pandemiezeit ist eben vieles anders, aber es wird eben auch, das ist das, was ich merke und spüre, es wird eben auch gespart und es werden Dinge auch bewusst hingestellt. Also Beispiel, die Minibar ist leer und trotzdem steht im Schrank eine Flasche Wein und Nüsschen. Da steht aber kein Preis dran. Und dann habe ich gefragt, warum steht da kein Preis dran? Ja, das haben wir wegen Corona, haben wir den Preis abgemacht. Ja, dann kann man doch auch das Ding wegnehmen. Ich meine, ich muss doch eine Information haben. Das ist doch nepp. Wenn ich das also trinke und es ist kein Preis dran und trinke das, weil ich denke, ah, das ist inkludiert, das ist sozusagen ein Complimentary-Ding. Und dann kriege ich anschließend, dann steht das auf der Rechnung. Ist das mir gegenüber kein guter Service? Das ist nicht 5 Sterne. Das, finde ich, gehört zu einem guten 5-Sterne-Service. Und dann kommen wir zu einer Situation, die ich dramatisch finde in diesem Hotel. Wirklich, ich kann es nicht fassen. Ich hatte das ja schon mal in einem Hotel, aber das war ein, ich glaube, es war ein Merkur in Rom. Da gab es das auch, wo also obwohl ich gesagt habe, bitte nicht stören, ist jemand ins Zimmer und hat mir den Turn-Down-Service gemacht. Und ich habe draußen hingestellt, ich möchte das nicht haben heute. Weil der Turn-Down-Service im Endeffekt hier nur ein kleines Leckerchen war. Ich meine, ich finde es wirklich schon frech. Also es ist auch kriminell, weil ich hätte ja jetzt sagen können, mir fehlen 1000 Euro. Was dann? Dann wären die weg gewesen und dann hätte man eigentlich sagen müssen, dass diejenige, die reingegangen ist, die hat mir die Kohle geklaut. Ja, als Beispiel. Oder ein Brillant oder was weiß ich. Ja, fotografiere ich vorher, stelle das alles so hin, dass es ist und dann ist es weg. Und ja, wer will das sozusagen beweisen? Sie ist ja rein und hat sozusagen kriminell eine Handlung begangen. Denn wenn ich sage private, ist das eine private area hier. Da darf keiner ins Zimmer kommen. Ich bin sicher, dass es da gesetzliche Dinge für gibt. Dass es dann zur Eskalation auch kommen kann. Denn ich meine, man müsste es mal ausprobieren. Ja? Ich meine, aber das trotzdem, ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde es extrem schlecht. So, ich habe ja diese 50-Euro-Geschichte mitgemacht. Also das heißt, man ist bei diesen Ritz-Carlton als Welcome Back mit 50 Euro inkludiertem Bereich, den man im Hotel ausgeben kann. Und ich habe also sozusagen automatisch schon mal ein Upgrade. Das heißt, ich habe eine kleine Kategorie gebucht, bin dann in die Executive abgegradet worden und hier nochmal in eine Suite abgegradet worden. Das war also ein Doppel-Upgrade. Das fand ich toll. Dann habe ich diese 50 Euro natürlich, möchte ich dann einsetzen und dabei versuche ich dann Restaurants zu testen. Und die haben hier so ein nordisches Restaurant mit nordischer Küche, also die haben jetzt aktuell, sind die im Michelin, ja? Also kein Stern, aber sie sind im Michelin. Und da frage ich mich, wie kommt das? Da unten sitzt du wie in einer Bahnhofshalle. Die Atmosphäre ist wie eine Bahnhofshalle, es ist unglaublich laute Musik. Wenn dann auch noch Menschen mit Babys reinkommen, die auch noch am Schreien sind und die dann die Eltern dann machen und die Musik brettelt auf dich rein und du sitzt in einem Raum, der eigentlich wie eine Wartehalle vom Bahnhof ist und das Essen auch noch, ich würde mal sagen, also nicht schlecht ist, aber eben, also wirklich nicht, ja, und das Ganze kostet dann knapp 100 Euro, da muss ich sagen, da werde ich wahnsinnig. Wirklich, da werde ich wahnsinnig. Und dann diese Schnelligkeit, die haben das ja serviert, ich war, das ist ja wie in der First Class, ja, das kam ja, ich war, glaube ich, da um 7:15 oder um 8 war ich schon fertig mit der kompletten Geschichte. Ich war natürlich auch froh, dass es fertig war, weil erstens mal sind das ja dann auch immer nur so ganz Kleinigkeiten. Ja, so Ravioli habe ich da gegessen, irgendwas so selbstgemachtes Zeug, vegetarisch. Und davor habe ich da irgendwas mit Hering. Der Hering, das waren 2 Streifen Mini-Hering. Also überhaupt gar nichts. Das ist nicht meine Küche. Wenn ich nochmal lese, das ist ein Michelin, da gehe ich da gar nicht mehr rein. Also ich glaube, diese Tester, die sind auch mittlerweile so schlecht geworden, so dramatisch, dass man diese Geschichte Michelin gar nicht mehr nehmen kann. Ansonsten, ich habe dann auch gefrühstückt. Grundsätzlich sage ich mal, auch hier gibt es den Service wieder. Das Frühstück ist ja noch inkludiert. Von der Seite habe ich also gesagt, okay, das nehme ich dann mal so auf mich. Die Qualität ist in Ordnung, die Croissants sind fantastisch, Marmelade ist gut, der Lachs und so wird frisch gepresst. Orangensaft, der Cappuccino. Also ich würde mal sagen, der Service hier beim Frühstück ist in Ordnung. Den kann man wirklich nutzen. Den kann man auch hier aufs Zimmer kriegen. Aber das wollte ich erst machen. Aber dann habe ich diesen Dreck und Kram. Da habe ich gedacht, nee, das vergesse ich. Hier zu hocken und zu frühstücken, der ganze Dreck läuft einem hoch. Also da habe ich keinen Bock zu gehabt. Ritz-Carlton in Geneva. Was bleibt sozusagen zu sagen? Eine extrem dunkle Dusche, dort ist überhaupt kein Licht, hatte ich ja schon mal irgendwann die letzten Tage, kein Licht in der Dusche, also wirklich, das ist so irre. Grundservice, ich würde mal sagen, also kein 5-Sterne-Haus, ein absolutes 4-Sterne-Plus, 4-Sterne-Superior, so würde ich das Hotel einkategorieren. Hier braucht es natürlich jetzt noch mehr Personal, es gibt hier Fachpersonal, aber die brauchen jetzt natürlich noch mehr Personal, damit sie auch die Grundservice-Abteilungen auch wirklich bestücken können, dass dann auch das Housekeeping dementsprechend hier geschulter ist und wenn sie hier so durchlaufen und die Dinge machen, es muss natürlich
natürlich auch mal ab und zu mal nachgemalt werden. Und ein absoluter Irrsinn ist natürlich dieses Teil. Das heißt also, ich muss hier drehen wie ein Verrückter, um praktisch mir hier diese Sonne runterzuholen und das dann dunkel zu machen. Man kann natürlich auch den Vorhang nehmen, aber man muss sozusagen alles zusammen machen. Wieso haben die hier kein Elektroding? Da habe ich 1, 2, 3 Fenster, muss ich 3-mal drehen. Mein Gut, ist auch eine Art Sportübung, aber ich sage ja, ist nicht 5 Sterne, ist 4 Sterne superior. Und es wird Zeit, dass sozusagen hier mal wieder ein aktueller Tester kommt und vor allen Dingen, dass hier auch mal jetzt nachgearbeitet wird. Wäre jetzt übrigens Streicharbeiten etc. eine exzellente Zeit gewesen, im Ritz-Carlton in Genf mal ein bisschen nachzuarbeiten, damit man also diesen 5-Sterne-Strahle-Bereich ja auch wieder bekommen kann. Also ansonsten, ich würde hier nicht mehr herkommen, also für mich wäre das Ritz-Carlton in dieser Preiskategorie nicht buchbar. Ich würde hier für dieses Hotel, wenn ich wiederkommen sollte, würde ich für dieses Hotel, auch für diese Suite, maximal 350 Euro oder eben 380, 390 Franken ausgeben. Das wäre für mich das Allerhöchste. Ansonsten würde ich dieses Hotel nicht mehr buchen, weil ich weiß, ich bekomme nicht diese Qualität, die ich eigentlich für das Geld haben müsste. Denn wenn ich das jetzt zum Imperial in Wien setze, nur als Abschluss, dann hat das hier, dann ist das hier 3 Sterne zum Imperial. Mit Frühstück, mit Qualität und noch das Flair dieses Hauses. Also, geht besser. Der Horn, die Hotelkritik. Und tschüss. We'll be right back.
Ecstasy Sex.